Hallo und willkommen zurück zu Sunkenland. So, wir haben in der letzten Folge ganz schön aufgestockt hier. Zweite Etage draufgepackt und Pflanzbeete und gekämpft. Mein lieber Mann, und deswegen haben wir jetzt kein Holz mehr. Und ich wollte mir eine Angel bauen. 12-mal Bretter. Na toll. Ich glaube, wir müssen mal eine Runde hier... Ich schwimme mal gerade hier rüber zum Boot. Obwohl, wir können auch direkt hier ins Wasser gehen, ne? Dann gehen wir mal hier ein bisschen rumlooten, gucken. Ach, guck mal hier. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Gummi. Den könnten wir gut gebrauchen. Gucken wir, dass wir ein paar Ressourcen hier zusammenbekommen. Die Angel hätten wir jetzt schon mal am Start. So. Und dann schauen wir mal, was uns hier in der Folge erwartet. Ob wir nochmal angegriffen werden. Oder ob wir Zeit haben, hier gemütlich ein bisschen zu basteln. Wir werden es sehen. Glas dabei. Ich will immer die Klimaanlage da oben abschrauben, wenn ich die sehe. Zu viel Seven Days to Die gespielt, definitiv. Das nehmen wir mit. So, dann tauchen wir gerade auf und dann gehen wir uns da den Schrank noch holen. Und so einen Fisch holen wir uns vielleicht noch mit, falls das mit der Angel nichts wird. Dann brauchen wir ja eine Alternative, ne? Wo war denn jetzt der Schrank? Ach, hier. So. War das hier das Gebäude, wo man nicht reinkommt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Das wurde auch in den Kommentaren schon geschrieben. Es gibt halt ein paar Gebäude, da kommst du nicht rein. Das hätte man geändert wohl. Und da sagen auch viele, das ist eigentlich ziemlich schade, dass man in manche Gebäude nicht mehr reinkommt. Nee, hier kommst du nicht rein. Immer alles nur Metallschrott. Komponenten. Na komm, dann bringen wir das mal gerade weg. Hungrig, finde etwas zu essen. Hunger 10. Was? Man kann die Pilze nicht roh essen? Kann ich die Pilze auf den Grill legen? Tatsache. Okay. Missionsziel, gegrillter Pilz, okay. So, wo waren die Würmer? Hier unten? Da. Okay. Angelrute. 2 Seile, 8-mal Metall. So. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch die Köder, ne? Hunger 20, Energie plus 5. Na gut. So, dann probieren wir mal hier unser Glück. Wenn ich jetzt hier hinstelle. Na, sehr gut. Ja,
Ah, okay. Der Fisch konnte sich losreißen. Da an der Angel. Was? Was stand da jetzt? Aber es ist ja schon mal gut, dass wenigstens was angebissen hat. Eine Brasse. Ja, geil. Wir haben einen Klodeckel gefangen. Ja, sehr cool. Cool. Sehr gut. Da. Ein stinkiger Klodeckel. Die angel ich immer in Holland. Brassen. Nennen die dann immer liebevoll Stinkefisch. Wenn du die den ganzen Tag geangelt hast, ey, dann stinkst du echt wie... Ah, so funktioniert das. Alles klar. Alles klar. Habe verstanden. Wenn du den ganzen Tag Brassen geangelt hast, ey, glaube mir, dann stinkst du wie eine Fischfabrik. Dann geht es richtig ab. Da kannst du eigentlich direkt irgendwie dich in, komplett in die Waschmaschine legen, ja. So angezogen, wie du bist. Hier, der Brassenangler. Geil. Eine gute Meerbrasse. Boah, ein Tarpun. Ja, das wird immer besser. Tarpun auf Wurm. Ich glaube, auf einen Wurm würden Tarpun nicht beißen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kenne die Fischart nicht so ganz genau. Die Brasse bestimmt, aber so ein Tarpun klingt jetzt eher so, als würde der auf eine Brasse beißen. Ein roter Schnapper. Ja, geilo. Ein Schnapper. Schnappschildkröten. So, dann lass mal gucken hier. Wir machen mal so eine Brasse bei und dann noch mal zweimal Holz dazu. Wir haben hier nichts mehr zu trinken, das heißt, wir trinken mal hier unsere Coca-Cola und nehmen uns unseren Eimer. Also das mit dem Angeln geht ja super easy, das ist ja geil. So, dann müssen wir hier noch mal ein bisschen hin und her rennen. Ach so. Zack, 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 zack. Essen nehmen. Jetzt aber. 30 Hunger. Stillt die. Cool. So, dann machen wir mal, grillen wir uns mal hier so ein Tarpun. So war klein. Erforderlich Holzplanke. Okay. So, dann kann der Eimer wieder weg. Machen wir die Fische hier rein. Machen wir die Angel hier rein. Machen die Pilze hier rein. So, gebratener Tarpun macht auch 30 und 10 Energie, okay. Ist doch schon mal nicht schlecht, ne? So, okay, cool. Warte mal, habe ich noch? Nehmen wir mal hier so ein Energy mit. Einen. Nur, dass wir ihn haben. Oh, das war zu früh. So, dann haben wir das mit dem Angeln auch mal gemacht. Wir könnten ja mal spaßeshalber hier nach links fahren. Warte mal, ist das da vorne das Ding? Nee. Das ist da hinten die Insel, ne? Jetzt fängt es an zu regnen, ey. Kann nicht dein Ernst sein. Dass wir mal wissen, was das ist. Oder da die Insel, da ist da auch was, ne? Da könnten wir... Eastmost Ranch. Level 1 neutral. Das Ding hier ist neutral, oder was? Oder... Ach so, Moment, warte mal. Ist das hier die Ranch?
Ist ja schon bald wieder dunkel. Oh, eine neue Hose. Ja, cool. Und eine Dose Thunfisch. Kann man hier den Krempel eigentlich irgendwie abbauen? Nee. Hier ist auch wieder so ein Gebäude, wo du nicht reinkommst, wa? Es wird echt schon super schnell duster, ne? Habe ich so den Eindruck. Oder es ist jetzt wegen dem Gewitter, das kann natürlich auch sein, aber... schnell Luft. Ein Traktor. Gummi! Ja, wir haben Gummi gefunden. Nochmal Gummi. Ja, cool. Hier steht noch ein Trecker. Sehr gut. Und eine coole Kiste. Auch nochmal Gummi drin. Na, das war doch jetzt schon mal nicht schlecht, ne? Obwohl, ich brauche ja gar nicht leer machen. Passt schon. Das Ding hier ist schön. Das mit den Traktoren muss man sich halt merken, ne? Die waren ja gar nicht schlecht, die Dinger. So, dann gehen wir mal noch darüber. Solange wir noch ein ganz klein bisschen Licht hier haben. Hoffentlich schlägt der Blitz nicht hier irgendwo ein. Und Bild. Und Schokoriegel. Ah, ein bisschen Platz ist noch da. Da sind wieder Luftblasen. Irgendjemand hat mir gesteckt. Wenn Luftblasen da sind, musst du dich genau umschauen. Okay, da ist noch mehr drin. Ah, 5-mal Angelköder. Jetzt sind wir halt ziemlich voll, ne? Na komm, wir gehen mal zum Boot. Aber es wird jetzt auch dunkel, ne? Ich glaube, ich fahre erstmal nach Hause. Kann man hier irgendwie einen Marker machen? Was? Wir haben das jetzt gemacht. Ach so. Okay, hier. Traktor. Genau. So, was ist da vorne für eine Insel? Ist die auch irgendwie neutral? Da oben steht aber drauf. Da sind Mutanten drauf. Level 1, 3 Fässer Insel. Ah ja. Na gut, die 3 Fässer Insel, da kümmern wir uns dann vielleicht am nächsten Tag drum.
So. Und dann könnte man jetzt mal probieren. Wie viel Holz haben wir denn? Na, 50, okay. Da ist auch schon mal ein bisschen was. So. Deko, Deko. Da unten waren auch Klamotten. Ja gut, dann mache ich die Hose da auch mit bei. Hier die Dose Konserven. Die können wir mal essen. Und die Dose Cola, die können wir mal trinken. Erdbeersamen. So. Okay. Jetzt wollten wir bauen. Schwimmflossen haben wir an. Wir brauchen diesen Sauerstofftank, ne? Wir brauchen Gummi und Metall. So. Ach so. Fehlt noch Metall. So, jetzt aber. Handgefertigter Lufttank. Handgefertigte Sauerstoffflasche mit schlechter Luftdichtigkeit bietet dem Träger nur eine sehr begrenzte Tauchzeit, um flache Gewässer zu erkunden. Das ist mir egal. So, cool. Und die ist jetzt auch voll. Okay. So, dann nehmen wir uns nochmal hier so einen Fisch raus, hier so einen Schnappi. Machen wir mal 5 Holz bei. Trinken noch ein bisschen Wasser. So, jetzt haben wir auch schon 19.54 Uhr. Das heißt, wir machen hier 3 mal Holz bei. Ich speichere auch mal ab. Speichern. So. Okay, dann kann der Fisch da grillen. Und er ist schon fertig gegrillt, ist dann noch besser. Und dann könnten wir jetzt erstmal ins Bett gehen, wa? So. Eine Runde schlafen. Es ist morgen 6 Uhr. Da sind noch immer 3 Holz drin, das ist schön. Dann können wir hier unseren gebratenen Schnappi essen. Wir nehmen uns noch hier so eine Brasse. Erforderlich Holzplanke, ja, okay. So. Ja, da würde ich sagen, wir fahren dann nochmal rüber, wa? Wir fahren dann nochmal rüber. Ach, ich habe hier noch einen Energy Drink. Den brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Machen wir den Energy Drink nochmal hier rein. Die Bandagen da runter. Achso, ich könnte ja mal oben gucken gehen, hier in meinem Garten. Jetzt ist die Frage, werden da jetzt Bäume draus oder bleiben das Büsche? Da unten ist auch immer noch ein Busch, ne? Der ist jetzt nicht wirklich groß geworden. Ich lasse ihn mal noch. Was eigentlich hiermit? Das ist auch mal, das ist einmal nachgespawnt hier. Innen drin, hier der Kram. Seitdem nicht mehr. Naja, gut. So. Uns geht's gut. Fahren. Und dann geht's auf zum Traktor. Kleiner roter Traktor. Vorbeigefahren. Da sind 8 Mutanten drauf auf dieser Insel.
Ich meine, die Mutanten waren ja bisher eigentlich immer recht easy, ne? So, wir wollten. Wir waren in dem Ding hier, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Hier wollten wir rein. Jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Ach so, okay. Hier kommt man auch raus. Hä? Ach, der macht das dann automatisch. Ah, okay, so funktioniert das. Okay. Da ist natürlich wirklich nicht viel Luft, ne? Jetzt ist die Flasche wahrscheinlich komplett leer, ne? Der zieht die dann. Der zieht die an einem Stück weg. Okay, da waren auf jeden Fall Blueprints dabei und so ein Kram. Shit. So, das war doch schon mal nicht schlecht. Direkt mal speichern. So, dann können wir mal gucken, was wir hier haben. Glaswand und doppeltüriger Kleiderschrank. Schrottmetallempfänger. ...36 Lagerplätze. Kann nur auf Fundamenten und Böden gebaut werden. Eine Glaswand. Ölgemälde. Primitive Granate, Schwarzpulver brauchen wir dafür. Ein Beutel. Einfache Tasche. Ja gut, die haben wir ja schon. Schwimmflossen. Was haben wir denn eigentlich hier bei den Missionen? Da haben wir noch nie reingeguckt. Entdecke den Ort Handelsposten. Ach, das brauchen wir noch. Okay. Seite 1, Seite 2. Aber mehr gibt es hier noch nicht. Man kann hier nicht umblättern oder so. Baupläne. Ah ja. Die kann man alle finden. Gibt es denn da noch so? Ach so, das zeigt ja nicht an. Doch. Pumpenartiger Empfänger aus Schrottmetall. Ja, das ist der Receiver von der Shotgun. Hauptwaffengriff Typ 4. Legierungsempfänger. Okay, also die Übersetzung ist ein bisschen schwierig teilweise. So, das ist die Karte, das ist hier die Fraktion. Raubkopien, Ozeanien. Kriegstreiberstamm. So. Okay. Also im Inventar haben wir noch Platz. Da war jetzt gar nichts drin, ne? Naja, soll vorkommen.
Halb so wild. Hier ist noch ein Auto. Stoff. Achso, der war da noch drin. Okay. So, ich glaube, wir fahren mal zur Mutanteninsel. Wir fahren mal da rüber und gehen mal gucken, was die Kollegen da sozusagen haben. Obwohl, warte mal. Speichern wir nochmal ab. So, ihr lieben Mutanten. Hallo. Schönen guten Tag. Ah, der hat einen Bogen. Der eine da hat einen Bogen. Einmal Leder. Ja, zu dir komme ich gleich. Erstmal looten. Der sieht anders aus. So, sehr gut. Ach, guck mal hier, ein Tarpun. Die waren auch angeln. Siehste, die waren auch angeln. Die Mutanten wissen halt auch, was schmeckt. Also haben wir keine Ausdauer mehr. Na gut, dann warten wir kurz. Sehr schön. Was? Meine Base wird angegriffen. Willst du mich verarschen? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Moment. Ich komme. Moment. Moment. Bin auf dem Weg. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Du kannst die Schrift jetzt ausblenden. Ich hab's gelesen. Was? Die stehen da oben auf meiner Base drauf. Hast du gesehen? Der war da oben auf meinem Dach. Oder so. Zumindest sah das gerade so aus. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber vielleicht war es auch nur ein Vogel. Nein, guck mal, der rennt da rum. Geh aus meinem Garten raus, Junge. Oh, der hat auch einen Schnapper dabei gehabt. Wie viel sind es denn noch? Noch 5. Wo ist der Rest vom Schützenfest?
So, jetzt wo ich gerade eure Brüder und Schwestern da hinten überfallen habe, geht ihr einfach hier hin und hackt hier auf meiner Basis rum. Ey, ich glaube, da hackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Glück, dass wir hier die Brasse gebraten haben. So, gehen wir mal schnell zum Boot. Können wir jetzt auch direkt leer machen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Alles nehmen. Jetzt stehen hier Büsche genau vor meiner Haustür. Ne? Auf einmal sind die blöden Büsche da. Aber meine Beete hier haben sie mir klein gekloppt. Ne? Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Also da war was dran an dem Kommentar. Du musst aus Metall bauen. Gut, dann werden wir das tun. Kein Problem. Dann werden wir das tun. Ich mache erstmal die Deko-Sachen weg. Also das hier kann man wohl verkaufen. Ne? Es gibt ja auch Händler, wo man dann Sachen kaufen kann. Achso. So, jetzt ist hier keine Deko mehr drin. Jetzt sind hier nur noch Klamotten drin. Klamotten und sonstige Krempel. Holzplanke. Haben wir die schon wieder alle weggemacht, ja? Kein Wasser mehr drin. Noch zweimal Wasser. Ja, okay. So, und den gebratenen Tarpun können wir auch uns direkt mal einverleiben. Jetzt warten wir noch gerade drauf, dass hier der Schnappi gegrillt ist. Und dann fahren wir nochmal schnell rüber zur Insel und gucken, was da noch so gibt. Wir müssen die Insel noch leer looten gehen. So. Da hinten die Drei-Fässer-Insel. Da waren wir ja eigentlich gerade dran. So. Dann geht's hier mit Vollgas zurück da hinten hin. Ja, umso länger man dann spielt, ne, dann wird man halt dann auch mal von denen angegriffen, ne. Aber passt schon. Schon okay. So, wir waren hier eigentlich am Looten. Das Zeug liegt wahrscheinlich nicht mehr hier, ne? Oder wie war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Oha. Tonschuhe, Rüstung 1. Nicht schlecht. Thank you.
So, da stehen noch irgendwie zwei Container oder so. Dann machen wir mal gerade Inventar leer. So. Gut. Dann müssen wir nochmal da hoch, ne? Dass man da rüber springt oder so. Okay, das war jetzt genug von dem Krempel. Ah, Slipper. Cool. Hab ich gerade eine Tafelwaage gelootet? Hat richtig gelesen. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier ins Wasser springen. Schauen wir uns mal gerade hier so ein bisschen um. Okay. Dann können wir die Karre hier leer machen. Das kann man nicht wegmachen. Ja, ich glaube, dann war es das hier, ne? Bis auf die Büsche hier halt, ne? Weiß nicht, ob ich die Büsche wegmachen soll. Im Endeffekt. Obwohl, die spawnen ja nach, ne? Bei mir sind ja auch welche nachgespawnt. Muss man dann irgendwann die Mutanten halt hier nochmal wegmachen und dann können wir die Büsche nochmal holen. Schick. Ja, den Händler müsste man halt mal finden, ne? So, jetzt sind wir hier. Drei Fässer, Insel 94%. Aha. Ist vielleicht noch was im Wasser? Kälte. Ach, es ist schon wieder 7:30 abends, ey. Oh Mann. Da vorne sind die Vulkane. Der ist voll am Zittern, ne? Weil ihm so kalt ist. Hm, ich finde jetzt hier nichts mehr. Ja, ist ja gut. Hauptsache mal im Planschbecken ertrunken, ne? So, okay, gut, dann haben wir's. Dann fahre ich jetzt nach Hause, mache das Inventar leer und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und schauen mal, was gemütlich auf uns zukommt. Das war auf jeden Fall wieder sehr erfolgreich heute. Die schöne Drei-Fässer-Insel da leer gemacht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis denn, macht's gut. Tschüss.